Ja, das geht im Lieferkette in Gesetz, wie das heißt, dass er für eine Pflicht für die Entreprise nur sich, für an ihrem ganzen Geschäftsauflauf, auch bei den Zulieferern, dafür zu sorgen, dass Sozialkriterien und umweltpolitische Kriterien sollen respektiert gehen. Und das soll proaktiv gemerkt gehen und dafür schwätzt er auch von einem Devoir der Diligence respektive auf Deutsch eine Sorgfaltspflicht. Das ist natürlich etwas, von vielen guten Intentionen gedroht wird. Und dadurch auch an der Politik relativ viel Anklang findet, auch in der Chambre, das gab es für kurz nach Question Parlamentaire gestellt, und auch den honorable Kollege André Bauler hat heute für kurz eine Question élargie zu dem Thema gestellt. Es ist auch so, dass wir bei der ADR hier auch prinzipiell dafür sind, dass hier Menschenrechte, Sozialrechte und Ökonomie abgepasst wird. Es gibt hier auch dramatische Beispiele, wie zum Beispiel Mineralien aus den Krisenregionen, wo das eine Evidenz ist. Aber wir sind aber auch Pragmatiker. Wir freuen uns, wer das überhaupt umsetzbar ist, wer das sinnvoll. Und dafür will man auch heute ein Pummel nur freuen. Wir haben ja die Regierung im Fall verfolgt am Blick ein europäischer Approach. Es gibt auch ein neues Element, das ist das von der, die zweite Tüte von der Uni Lützeburg, die am 21. April rauskommt. Den 14. April und 21. April hat die Regierung durch eine interministerielle Arbeitsgruppe angesagt. Schon nun, Herr Minister Asselborn, der dir auch da präsidiert, im Außenministerium. Ja. Als Frohe sind die hier. Wir haben erstens haben wir nicht zu dienen mit einer prinzipiellen Verlagerung von staatlichen Aufgaben auf die Ökonomie. Weil das ist eine staatliche Aufgabe, für in den verschiedenen Ländern zu gucken, dass das Arbeitsrecht angehalten wird, dass das Umweltrecht angehalten wird, wird hier nicht probiert, eine staatliche Aufgabe auf die Ökonomie rüberzubringen. Zweitens, wie groß die großen multinationalen Unternehmen, die haben auch die Möglichkeit, zum Teil wenigstens. Wir können nur zu vollziehen, was überall an ihrer Lieferkette geschieht. Mit bei den kleinen und mittelgroßen Unternehmen ist das meistens nicht der Fall. Wo will die Regierung hier Grenzen ziehen? Und wenn ich zum Beispiel an Deutschland gucke, nur den Kriterien, wer bei uns wahrscheinlich keine Unternehmen betraf. Das heißt, wie viele Unternehmen zu Lützeburg wären da betraf, was sind dort Kriterien, die sollen zurückbehalten gehen. Drittens, also nicht auch ein bisschen eine Politisierung von der Ökonomie, wie man es in letzter Zeit in ein paar Bereichen haben. Lohai an dem Bereich von den sozialen Rechten, wie gesagt, das ist vielleicht staatliche Aufgaben in erster Platz sehen, wir auch an anderen Bereichen, Kultur, Chancengleichheit und so weiter, gesehen wir eine gewisse Tendenz, wie die Unternehmen an politische Projekte mit anzubauen, als das nicht auch so eine Tendenz. Viertens. Wie ist es mit der Rechtssicherheit von den Unternehmen? Weil wie soll eine Unternehmen, wie soll die wissen, wer dann all den Ländern, wo eventuell Zulieferer sind oder vier Produkte oder so, wie du die Situation auch legislativ hast? Die ist ja permanent evolutiv. Und wie soll eine normale Unternehmen das können überhaupt verfolgen, also das Element von der Rechtssicherheit für die Unternehmen? Fünftens, wegen finanziell und administrativ Lasten kommen bei so Unternehmen durch, dadurch, dass sie den Aufwand müssen machen oder einen anderen delegieren, wie das wissen können zu kriegen. Aber was hat das für Repercussionen auf Preisentwicklung? Ist das auch eine Konsideration von der Regierung, wie die entstehenden Kosten, und die sind relativ groß, wie die dann nur repercutiert gehen auf die Konsumateure? Sechstens, wie eine staatliche Kontrolle kommen auf die Unternehmen durch? Wie ein Druck auf die Seite von Parteien oder Nichtregierungsorganisationen, die DAX militant partikulär Interesse vertreten, für Druck auf verschiedene Unternehmen auszuüben, und wo auch, wie gesagt, partikulär Interessen dann vertreten gehen. Wie Sanktionen können den Unternehmen entstehen dadurch? Siebentens, was sind Konsequenzen auf den Wirtschaftsstandort Lützeburg? Auch auf Europa muss ich bald freuen, weil es wäre vielleicht ganz gut, für das auf einem OECD-Niveau umzupacken, mal nicht auf europäischem Niveau, weil wir Konkurrenz sind mit Firmen, die hauptsächlich auch für die letzte Strukturen nur geht, wahrscheinlich auch auf OECD-Niveau ganz präsent sind. Wir hätten ja gerne den Level Playing Field am Finanzsektor, da müsste man auch vielleicht tun, für das unsere Unternehmen konkurrenziell nicht benötigt gehen. Achtens. Also ein Gefahr von Delokalisation von Unternehmen durch so Gesetze, nicht einmal in der Fangenindustrie, die ja ganz sehr können delokalisiert gehen, aber wo ganz viel Druck auf Zopparfieren ausgeübt wird, die ja so in der Regierung auch bis zu Recht gesagt hat, dass eigentlich ein Holding keine Möglichkeit hat, Geschäftsführung von den einzelnen Unternehmen zu kontrollieren, soll sich das ändern, ja, als dann doch nicht denn, ein großes Gefahr für als Fangenindustrie zu Lützburg. Zehntens, wie stellt sich die Regierung zu relativ radikalen Ansätzen, wie zum Beispiel den Climate Reporting, die in Neuseeland angefeiert genoss?
An 11. Miss Lützebäuer Regierung, ihr so von der Voix de Diligence von den Entreprisen schwätzt, nicht mit gutem Beispiel viergehen, an nicht subventionieren, wo keiner Rechte tangiert sind, wie zum Beispiel eben die Elektromobilität subventionieren, wenn wir wissen, dass die zum Teil ob keiner Erbest am Kongo beruht. Ist so nicht, merci. Der Jean Asselborn. Herr Präsident, der Reifleit. Also ich sollte mir Kataiser, merci für die Frau. Und ich gebe mir auch direkt entschuldigen, dass ich nicht sein Gebot ob so in die hier gefordert hat, mir versichern, den Stand von den Sachen so zu sagen, wie sie sind. Und das für dich mal Folgendes. Wir haben ein Koalitionsprogramm von 2018 bis 2023 und da steht dran, dass man die Möglichkeit von einer nationalen Legislation über in der Voie de Diligence an Menschenrechtsfragen für Betriebe, die zu Lützburg domiziliert sind, dass man sollen das fixieren am Kader oder noch einer Etude. Du wirst, du hast selber gesagt, Herr Kartheiser, die Etude, die ist an Auftrag gegangen, den 17. November 2020. Ein ganz große Expertin daran, Dr. Baglayan, die auf der Uni schafft, die hat eine Etude geschrieben und auch überreicht, der 14. April, das war kurz vor Ostern oder nach Ostern. Wir haben nicht lange geschlafen an der Regierung, wir haben du direkt das auf Nordische Jour geholt, den 23. April. Und ich habe dann du, die Regierung gefragt, für das man auf den Weg gehen, den der kennt, nämlich ein Komitee interministeriell aufzubauen. An dem Komitee will ich auch sagen, dass du den Außenminister der Lead hat, eine Koordination zwischen den Finanzen, der Ökonomie, der Justiz, dem Environnement, dem Travail, der Klasse Moyenne und auch der Kooperation. Das ist also keine einfache Geschichte. Und wir kriegen diese Woche, haben wir am Außenminister gefragt, dass all die Ministerien als sollen hier Delegierten präsentieren, für das wir sehr vermählich mit den Erbischten umkommen. Das ist also der Stand von der Sache. Ich gebe heute der Chambre mal erlauben, absolut nicht an Details zu gehen, an die Substanz zu gehen. Das ist nicht meine Rolle hier. Meine Rolle hier ist zu gucken, dass wir es fertig bringen, töcht alle guten denen Ministerien do, zu einer Konklusion zu kommen. Herr Präsident, ich will ganz kurz, wenn Herr Kartheiser, dass das Troll von einem Deputierten hat alle guten die Probleme aufgeworfen, die nicht einfach zu lesen sind. Da sind ich mit dem D'accord und das wissen wir auch. Wir haben ein Ziel als Regierung, dass wir fertig bringen, dass Lützburg sich eine nationale und auch eine europäische Legislation durch eine Macht schafft, dass wir die kriegen. Und dass wir fertig bringen, das ist unser Ziel. Und das Ziel ist ziemlich einfach, dass die Waren, die Kleider, die Rohstoffe, für Beispiele zu gehen, die von Unternehmen zu Lützburg vermehrt gehen, auf den Markt bricht gehen, dass die nicht zum Beispiel durch Kannererbicht gemerkt gehen oder durch Zwangserbicht gemerkt gehen. So einfach und auch so wichtig ist das. Und dafür, ich meine, wir leben als Lützburg in einer Gesellschaft, wo die Menschenrechte zählen. Wir haben ganz viel Leute an der Zivilgesellschaft, die sich ganz stark dafür ansetzen. Und Herr Kartheiser, ich kann Sie auch beruhigen, das hat Madame Baglian auch gemerkt. Man noch mal Betriebe geschwärzt. Es gibt zuletzt auch viele Betriebe, die absolut d'accord sind, die Sensibilität haben, für das wir am Devoir de Vigilance, dass wir vorkommen. Also, für aufzuschließen, wir machen halt keine Politisierung von der Ökonomie. Wir haben natürlich Weh zu fanden, sowohl Multien wie auch mit Kleinunternehmen, für die Kriterien auszuschaffen, die greifen, auch Sanktionen, die greifen. Und ich meine, den Standort Lützburg, den kennt sich trotzdem durch so eine Gesetzgebung, die positiv für auch den Europa und auch der Welt weisen, dass wir fertig bringen, gegen das 40 Uhr, was ihr kein Mensch haben wollt, aber auch Lützburg nicht wollen, dass wir halt Produkte um Markt tun, die, wie ich gesagt habe, durch Zwangserbicht oder durch Kannererbicht zum Beispiel gemerkt. Ich will aufschließen,
zusagen sollen. Wir haben die Etude, rein, dass wir heute, der Kommissar war hier an der Chambre, war ganz interessiert an unserer Etude, nur noch die Etude kriegen, als Frau darüber will, so in der Teil ganz konkret, an der Europäischen Union gibt es kein Land, was eine Legislation im Moment tut, die greift. Die Franzosen haben ein Gesetz, aber durch Umstände, die heute zu weit verlieren, greift nicht. Die Engländer und die Holländer haben Aussätze gemacht, wieso nach kein Gesetz, was effektiv, wie ich gesagt habe, greift. Und dafür, als den habe ich die mal aufhängen, heute zu Lützburg zu machen. Das ist auch so, und ich hatte das schon einmal gesagt, dass der Kommissar Rhein das will, schon am Juni versichern, vier, so ein embryonär, auf jeden Fall zu probieren, mit dem Europaparlament, wird auch ganz mit tun helfen, mir auch mit der Kommission, dann auch im Konzert, wird zu gucken, dass in den europäischen Weg hinkommt. Das wäre natürlich formidabel, aber es sind auch zur Konklusion gekommen, dass sie auch an der Etude, übrigens die Etude, als von allen Menschen umzuklicken, um Gouvernement LU und unter dem Außenministerium kann jeder die Etude lesen. Und jeder, die Etude also auf Französisch übersetzt gehen, mit die originelle Etude auf Englisch als drauf an eine französische Übersetzung. Und jeder, der sich für die Etude interessiert, der kann da Ansicht hören. Also ich gebe der Zeit zu proposieren, Herr Präsident, die Regierung hat Lohn zu schaffen. Zu schaffen, für den Weg zu fangen. Wir wissen alle gut, dass der Weg nicht einfach ist, aber wir wollen das da viel zu schaffen an der Substanz. Aber wenn wir etwas um das tun, und ich hoffe, dass das sicher geht, da kommt nicht wie immer, ich darf merken, an die Kommission, respektive hier an das Plenum, wenn das füllt. Und wir gucken dann auch mit der Chambre zusammen mit den Ministerien, die konzerniert sind, mit der Zivilgesellschaft, ich so das nach einem Kehr, natürlich auch mit den Betrieben, weil das können nicht gegen Betriebe gehen, eine Lösung zu finden. Merci vielmals. Ganz gut. Merci, Herr Außenminister Jean Asselborn. Und dann Herr Kartheiser wird einen Zusatz vor. Ja, Herr Präsident, ich habe dem Herrn Asselborn nur gelernt, dass ich verstehe, dass es noch vielleicht nicht an die Details geht, die ich nur gefragt habe, aber die Frage bleibt selbstverständlich um dich. Aber ein Punkt, wo man nicht ganz klar an Ihren Ausführungen, Herr Minister, wo ich ein bisschen durch die Nähe sehe, nachdem ich euch nur gelernt habe, dass die Haien, schließt ihr aus, dass wir einen Alleingang machen, dass Lützburg eine eigene nationale Regelung hat, ohne eine europäische Lösung. Das war mir nicht ganz klar. Ich referiere auf die mehr oder weniger Echecken, die im Ausland gehen, also Frankreich und Holland. In Deutschland sind sie auch nicht ganz zufrieden mit dem Gesetz, was da ist. In der Schweiz gehen wir das Referendum refusiert. Aber die hat gesagt, dass wir am europäischen Plan wollten rein, dass wir geschwind mit einer Initiative kommen. Aber schließt ihr aus, dass wir allein etwas machen? Das ist eigentlich das, die Frau, die mal noch nicht klar war. Vielmals merci. Merci, Herr Kartheiser. Und ich gebe vorhin einen ganz guten Herrn Asselborn. Ja, Herr Präsident, ich schließe nicht aus und noch nicht an. Ich habe nur gesagt, wir müssen nur schaffen. Die Deutschen haben nur noch keine Gesetzgebung, die haben diskutiert, für eine Gesetzgebung zu kriegen. Sind sie sich auch eins, mit dass noch keine Gesetzgebung da. Wir als Lützburg sind noch nicht so weit. Wir haben natürlich einen Plan national schon während 2 Jahren geschafft. Ich gebe davon ausgehen, Herr Präsident, dass diese Regierung, und ich gebe sogar so eine breite Majorität in dieser Chambre, will, dass wir zu Lützburg nicht nur gucken, was in Europa geschieht, das geht nicht durch, dass wir uns abbringen, nur mal heute zu Lützburg, und natürlich auch mal uns abbringen, wenn wir eine Direktive in der Diskussion an Europa versichern, zu einer Konklusion zu kommen. Zu einer Konklusion, die so nach einem Kehr für die Leute alle guten heute zu Lützburg, ich meine, die sind mit d'accord, dass wir müssen, Barrieren abbauen und wirklich auch so, dass es nicht einfach akzeptabel ist, dass man heute zu Lützburg Probleme und Märkte, die durch Kannerabicht oder durch Zwangsabicht hergestellt werden. Das ist die Bitte davon, an der Runde schaffen wollen. Merci vielmals dem Außenminister.